Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play YouTubers Live. Wir haben ja gerade schon anhand des Bildes gesehen, ja, oder vielleicht auch nicht. Es bahnt sich wieder so ein kleiner Hacker angefangen, so. Kopfgeburt, schmutzige Lupen, was? Und Sicherheitsaufnahmen, was? Geheime Information, Kino. Waren wir das schon? Haben wir schon aus dem Kino eine geheime Information geholt? Ich weiß es gerade nicht. Zur Bearbeitung haben wir, glaube ich, nichts mehr. Ich gucke nochmal zur Sicherheit. Nope. Dann geht's erstmal. Oh, das ist aber ein riesiger Tag. Ei, ei, ei. Wir gehen mal Richtung Kino. Und schauen mal, ob wir da einen entsprechenden Stick finden. Im Kino waren wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Oder? Ich bin mir gerade unsicher, ob wir schon im Kino waren. Gibt halt nur einen Weg, es rauszufinden. Schrödingers Kinobesuch. Macht erst um 11 Uhr auf. Alles klar, dann nutzen wir die Zeit und gehen einfach kurz Richtung Retro-Stand und schauen mal, ob wir irgendwas Trendiges finden. So, Saga Dream, Retro und The Sewer Girl. Haben wir The Sewer Girl? Karate Girl? Less in the World? Ultra Soccer? Space Cup. Ultra Soccer kaufen wir. Miss in the World kaufen wir auch. Und Karate Girl auch, komm. Pfeif drauf, zack. Ja, komm, machen wir den Sack voll. Moment, ich bin jetzt gar nicht geschaut, ob wir die schon haben, ne? Nein, warte mal. Ja, das haben wir noch nicht, das kaufen wir uns. Saga Dream haben wir aber, sehr gut. Nicht, dass wir uns da noch was durch die Lappen geht. Und die Leute sind heiß auf einen Stream, man merkt schon, ach, da ist ja kein Weg runter. Was haben wir? AFK-Turnier natürlich. Ja. Gut, schauen wir mal erstmal ab ins Kino. Schauen, ob wir hier die geheime Information finden. Woher hatten wir die nicht hier unten schon gefunden? Ich weiß es gar nicht. Warum habe ich Blitzbinde nicht nachgeguckt, bevor ich überhaupt losgekommen bin? Ach, guck mal, Edgar, hier im Kino, Mensch. Weißt du was? Gestern haben die Zebra-Zombies Autogramme gegeben. Ich hasse diese Typen. Ja, GZ. Wollen wir dich hier antreffen? Erstmal ein Foto. Moin, Eddie. Und mal eben 25.000 Likes. Sehr schön. Okay, gut. Hier gibt es uns nichts für uns. Also wieder zurück. Oh, das ist eine kleine Kira, süß. Ach ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich mag Katzen. Also ich liebe Katzen. Alle. Ausnahmslos. So, dann lass uns doch aber erstmal ein Video machen, dass wir auch die entsprechenden Trends nutzen. Und ich schau mal kurz, ob wir irgendeinen dieser Sticks haben. Ha! Guck mal, den ersten haben wir schon. Zack, den nehmen wir mit. Sicherheitsaufnahmen hätten wir auch. Dann nehmen wir den doch auch mit. Computer, Computer, jip, 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 jip. So, nehmen wir erstmal hier Kopfgeburt, schmutzige Lupen. Zack, ein kleines Reaction-Video. Wir starten die Aufnahme. Machen natürlich ein episches Intro. Oh, sehr gut. Paranormale Präsenz spüren wir und da sagen wir immer nett und höflich geilo. Wir machen weiter und dann schmeicheln wir uns selbst. Au, jetzt wird's schwierig. Kriegen wir es noch hin? Na, bis beim Insta-Live, da kriegen wir zumindest den hier noch. Ich brauche dringend mehr Kommentierungen, so viel steht fest. Speichern. Machen wir direkt den nächsten Stick. Und dann bearbeiten wir beides und veröffentlichen es. So, zack. Filmaufnahme hinzugefügt. Check. Vergiss das Skript und wir genießen einfach die Musik. Poltergeist taucht auf. Und wir rufen, bist du dumm oder was? Oh, wir könnten mit ganz viel Glück. Yes, komm. Mach's voll. Ja, 5 Sterne. Sehr schön. Hat hier wenigstens gut geklappt. Wunderbar. Speichern.
Zack, 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 zack. Warte mal. Können wir das hier ein wenig verbessern? Nee, bringt nichts. Zack. Hätten wir dich. Hätten wir dich und dann machen wir hier das Gleiche. Und wir machen hier nochmal 192. Bringt das eigentlich mal das Gleiche? Auch, ja. Gut, dann nehmen wir hier. Das ist der schlechteste Part. Nochmal ein Nachbearbeitungseffekt. Und gib ihm. Jetzt habe ich vergessen, welcher Hashtag. Immer diese Kopfgeburt schmutzige Lupen. Und da ist schon wieder alles gehackt. Genas. Ja, Heide Witzka, wir haben die 40.000 geknackt. Ist das geil oder ist das geil? Ich find's sehr geil. So, jetzt müssen wir erstmal was mampfen. Ich hoffe, ich komme heute noch dazu, einen Livestream zu machen, aber ich glaube, das packen wir. So, zack, 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 zack. Gucken wir mal, ob wir hier was verbessern können. Nope, es wird noch schlechter. Dann hier. Übergänge zu Beginn. Übergänge zu Beginn. Und hier noch ein Übergangseffekt. Ja, jetzt habe ich auch hier leider den Hashtag vergessen. Du hast den Hashtag vergessen. Oh, Michael. Mein Michael, nicht oh, Michael. Und auch fast die 40.000 geknackt. Sehr schön, Leute, es läuft. Ach, Sicherheitsaufnahmen wäre es gewesen. Stimmt, da war ja was. So, wenn ich livestream, dann sollte ich auf jeden Fall genug gemampft haben vorher. Warte mal, Stream starten. So, wir gucken erstmal Max Drive. Ne, welche war es denn hier? Saga Dream. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich zweimal. Ah, warte mal, wir müssen den ROM hier aktualisieren. Nee, nicht aktualisieren, das wollte ich doch gar nicht. Konsolen und Spiele, da wollte ich hin. Ach, Ultrasocker habe ich auch zweimal. Ich blitze Birne. Oh, ich bin so klug, nicht? Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal einen Stream. Ultrasocker wäre nett. Haben wir denn hier irgendwas Episches? Ja, ist auch nur gerade. Welche Konsole? Warte mal, was trendet denn heute nochmal wieder? War doch eine Konsole, die trendet. Saga Dream. Warum habe ich die nicht? Ist das nicht die? Saga Dream. So. Stream starten. Ach so, der steht hier jetzt so nicht bei. Okay, okay. Was wollen wir nehmen? Karate Girl? Das hatten wir schon mal. Ja, ist das Einzige, was trendy genug ist. Also, Game Streaming, wir fangen an, ihr Lieben. Ich hoffe, meine Ausdauer reicht dafür. Vielleicht hätte ich noch einen Riegel mehr essen sollen. Oh, wir starten schon mit 9000. Das ist ja schon mal ein ordentlicher Beginn. Links und runter und hoch. Controller sind was für Noobs. Das ist Quatsch. Controller sind was für Consoleros. Ich folge dir jetzt. Ja, mit und womit? Mit Recht. Alle sind deine Streams immer so langweilig? Sagst du nur, weil ich dich vom ersten Platz verdrängt habe. Du machst das toll. Richtig, so sieht's aus, Schätzelein. Sorry, muss mich konzentrieren. Oh Mann, jetzt am Ende noch mal ein bisschen was versemmelt. Da bin ich nämlich. Das ist so, wenn man einmal rauskommt bei einem gewissen Tempo, dann ist es unglaublich schwer, wieder reinzukommen. So, schnell noch bearbeiten das Ganze. Dann haben wir nämlich heute ganz viele tolle Videos veröffentlicht. So, es lief ja bisher ziemlich super.
Erstmal hier den Übergangseffekt am Ende. Hä? Überleg ich gerade. So, ich glaube, für 2 Punkte können wir uns eh nichts mehr kaufen. War ein geiler Retro-Stream. Nein, nicht Steram. Stream mit euch. War's auch. Hoffen wir mal, dass die Klicks das genauso sehen. Oi, 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 oi. Oh, beinahe die 100.000, wie geil. Ja, läuft ja heute. Sehr schön. So, ihr Lieben, ich glaube, jetzt können wir mehr als verdient in die Haie gehen. Ach, verdammt, ich hatte noch Aufträge, oder? Das habe ich ja völlig verdrängt. Nee, Moment, nur verfügbare. Alles klar. Egal, ab in die Haie, ihr Lieben. Wir haben es uns verdient. 674.000 Aufrufe, sehr schön. Ultrasock ist einfach mega. Immer diese Kopfgeburt. Okay, die anderen wurden noch gar nicht reingenommen. Geil, wir haben die 500.000 Abos geknackt. Leute, Goldabzeichen, way! Was können wir denn jetzt auch mit dem Goldabzeichen machen? Irgendwas konnten wir doch erst, wenn wir Gold haben. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Und wir sind auf Platz 10, sehr schön. Quasi Top 10, wupp, wupp. Ach stimmt, bei, in dem Modeladen. Deity of War, digitales Zauberbuch, The Sewer Girl, Heroes of Thunder, Volleyball Unboxing, Comics. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal, was der Tag heute so bringt. Yeah, neue Reaktion. Dir gefällt das so besser. Sehr schön. Als Anerkennung für deine Verdienste auf YouTube ist es uns eine Ehre, dir dieses Geschenk zu überreichen. Way! Zu Hause platzieren. Aber irgendwann muss ich mir echt ein bisschen mehr Gedanken machen. Das güldene Knöpfchen. So, und Ed läuft. 5 Videos mit Geheimnissen, sehr schön. Dann, was machen wir denn noch? Kazia, wer ist Kazia? Verdammt! So, Kontakte. Who the hell ist Kazia? Wir haben es schon 12 Mal durchgescrollt. Ich mache es trotzdem nochmal. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich hier nichts übersehe. Außerhalb der Reichweite, okay. Warte mal. Ich hatte doch mal den Verdacht, dass es Cassidy ist. Dass da einfach nur der Name falsch steht. Das werde ich jetzt mal eben eruieren. Heute mal ein bisschen auf Videos helfen und mehr mal ein bisschen drumherum machen. Erstmal mit der Schnacken. Hallöchen, Cassidy! Kennst du meinen Freund Robin? Wenn du ihn mal aufmuntern willst, besorg ihm ein Retro-Videospiel. Er liebt die Dinger, sie erinnern ihn an sein Zuhause. Sehr schön, das ist gut zu wissen. Nee, okay, du stehst da tatsächlich als Cassidy. Hello, Friendo. Wer zum Teufel ist Kazia? Weil das, der Witz ist ja, wenn es ein Charakter in der Stadt ist, dann müsste der doch eigentlich, wenn ich ihn noch nicht entdeckt habe, zumindest als grau hinterlegt angezeigt werden, oder? Da fällt mir was ein. Wir haben doch noch hier diesen Gulli. Ach, guck an. Und schon ist die Kanalisation auf. Whee! Haha, ein Stick. Was bist du denn?
Poltergeist, okay. So. Katzia, Mensch, da haben wir dich. Hallo, du bist derjenige, der mir die ganzen Geschenke vor die Tür gelegt hat, nicht wahr? Ja, ich war das. Cool, ich heiße Katzia und wer bist du? Ich bin Kopfgeburt. Freue mich, dich kennenzulernen, Kopfgeburt. Ja, moin, Mensch, haben wir dich endlich entdeckt. Weißt du, ich habe eine beeindruckende Sammlung von Müll von der Oberfläche. Einige sind sehr wertvoll und ich möchte sie sicher aufbewahren. Eine Kiste für Katzia, ja, das sollten wir hinkriegen. Eingeschränkter Bereich. Noch ein Stick, Alto Belly, was haben wir? Ey, geil. Was bist du? Cyberaktivist, okay, ich glaube, das hatte ich auch so noch nicht. Tagebuch. So, eine neue Quest. Eine Kiste. Besorge eine Schatztruhe. Warte mal, wie komme ich denn da ran? Nee, hier wird es nicht sein. Das wird wahrscheinlich... Nicht Umkleider? Wo ist es denn? Ah, nee, das ging über die App, glaube ich, gar nicht, ne? Sehr geil, wir haben endlich Katzia gefunden, Leute. Ich bin happy. Ding, ding, ding. Aber wenn die Bürger, wenn die so einen NT-Code hat, ne? Da frage ich mich, wie das abgelaufen ist. Bürgermeisterin, mal sehen, ich brauche vertrauenswürdige Personen. Okay, dann nehme ich jetzt erstmal vier Leute, die ich kenne, die Mitglieder der Gesellschaft sind und eine, die in der Kanalisation wohnt. Because reasons. Okay. So, wo finde ich denn jetzt eine Schatztruhe? Da! Ins Lager. Zack. Moment, Inventar oder Lager? Nein, natürlich ist es im Lager. Dann erfüllen wir direkt mal die Freundschaftsaufgabe. Oh, ich bin so happy. Leute, wir haben Katzia gefunden. Whee! Warum habe ich diesen Gulli nur jetzt schon so lange ignoriert? Ich überlege gerade, habe ich überhaupt im Sommer schon angefangen, da irgendwas zu machen? Gut, ich kam einfach nicht auf den Trichter, dass man da Geschenke hinlegen kann. Zack. Bitteschön, für dich. Danke. Jetzt, wo mein Haus aufgeräumt ist, werde ich mehr Platz zum Tanzen haben und es kommt mit zusätzlichen Schätzen. Übrigens habe ich im Keller von Edgar ein super cooles Poster gefunden. Als ich es gesehen habe, musste ich an dich denken. Ich glaube, es wird dir gefallen. Ich schicke es zu dir nach Hause. Du wirst sehen, dass es der Wohnung einen gewissen Stil verleiht. Gerne doch. Haben wir jetzt schon einen neuen Dialog mit dir? Ich habe von Bürgermeisterin gehört, dass du nach den Codes suchst. Aber wir kennen uns noch nicht genug, als dass ich dir etwas so Wichtiges anvertrauen könnte. Alles klar. Ich könnte dir natürlich nochmal was schenken. So, bitteschön. Ist das für mich? Yes. Ich schätze, dass ich in meinem Haus Platz dafür habe. Danke. Ja, gut, war jetzt wohl nicht das All-Time-Favorite, aber... Haben wir die jetzt auch in den Kontakten wenigstens? Yes, da ist sie. So, bei Robin wissen wir ja, dass er schon Retro-Spiele liebt. Deswegen würde ich sagen, schenken wir ihm jetzt einfach endlich mal eins. Aber ihr Lieben, das machen wir nicht heute, das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben, Tschüssikowski.